Na hallöchen, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind weiter unterwegs und wollen die Krogsamen suchen. Was mir gerade eingefallen ist, ich muss noch ganz schnell das Video vor diesem Video hier umbenennen. Das habe ich ganz vergessen. Das war Video 213. Krogsamen Hebragebirge, ne? Hebraberge. Zack. Ja, schlechte Nachricht direkt vorweg. Ich habe mich irgendwie bei ZeldaDungeons.net verklickt und die ganzen weggemachten Crocs waren wieder da. Und ich musste mich nochmal durcharbeiten. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Also fürs Protokoll, ich habe die auf der Website nochmal weggeklickt. Also gestern haben wir angefangen, die Crocs zu sammeln. Heute die ernüchternde, da war eine Frage, ob ich meine Lokalen nehmen will. Da habe ich ja gedrückt, 177 Stück oder sowas. Und dann waren auf einmal alle Crocs wieder da. Ich muss beim nächsten Mal genau lesen, was da steht. Ich habe diese Nachfrage, die mir gestellt haben, absolut nicht verstanden. Offensichtlich. Gut, jetzt geht's Richtung Vergessener Tempel. Ja, immer im Takt bleiben. Ja, immer im Takt bleiben. Ja, und dann sammeln wir mal ein bisschen weiter und ich vermute mal, dieses Video werden wir noch ein paar neue markieren. Ich muss wirklich gucken, da stand irgendwas von wegen... Es sind sieben... Jetzt ist die Wilde, da ist ein Sternensplitter da hinten. Jetzt die wilde deutsche Übersetzung natürlich. Wir haben 177 Lokale gefunden, willst du die Lokalen behalten oder nicht? Und da habe ich Lokale behalten geklickt und das war scheinbar falsch. Weg ist er. Tja, und dann durfte ich nochmal rein ins Getümmel und die alle nochmal markieren. Ja, hätte man sehen können. Das ist wieder so ein Krog, wenn man drüber fliegt oder weiß ich auch nicht, kann man sowas sehen. Es ist wieder so, dass ich angerufen werden könnte. Wundert euch nicht, wenn mein Telefon klingelt. Das kann gut passieren. Hey. Du hast mich gefunden. Tschüss. So. Lila. Lila, gelb, grün. Ich fühle mich wie bei so einer Talkshow. Ne, nicht Talkshow, bei so einer Game Master Show. Game Master. Wartet. Game Master. So ungefähr. Jo. Ah, ich meine, die beiden wären unten und der hier hinten wäre oben. Ja, dann sehe ich es schon. Da vorne. Vorne, hinten. Und blau und gelb sind drinnen im Tempel. Ah, ist aber auch. Sowas darf auch nicht passieren. Ah, da ist eine Lücke. What? Okay, das war mal ein bisschen schwieriger. Und auch noch spiegelverkehrt. Hey, du hast mich gefunden. Tschüss. Eieiei. So, jetzt müssen wir einmal rein. Oh nein.
Ah, ist schon ein geiles Spiel. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn ich das Spiel jetzt ein paar Mal gejudged habe. Tatsächlich. Und auch schon den... Ja, wahrscheinlich meine finale Meinung einfach die sein wird, dass Breath of the Wild für mich das große Open-World-Zelda gewesen ist und das hier eben eine nette Drangabe ist, ihr wisst schon. Aber Breath of the Wild halt das Spiel ist. Das Switch-Spiel, das Spiel, das für mich in diese ganze, Welt, in diese ganze Mechaniken eingeführt hat. Dass man jetzt basteln kann, ist nett. Aber diese ganze Erkundung und mit diesen, die Idee mit diesen Modulen, das war in Breath of the Wild so neu, so geil und ist halt jetzt nochmal anders, aber halt im Prinzip das Gleiche. Ne? Und ist nicht immer das Erste das Beste? Denkt mal drüber nach. Gut, wir gehen runter, wir gehen rein und holen hoffentlich die beiden. Krops. Da. Nee. Sah gerade fast aus, als wäre Impa hier. Ich mag auch diese mysteriöse Musik. Ich habe mir anfangs auch so Sorgen gemacht, dass das ganze Klettern wegfällt durch dieses nach oben springen. Nee, das ist schon schön eingebunden. So, und das ist jetzt oben bei dem Baum, ne? Bin ich mir nicht sicher. Nee, das ist der Stein da unten. Gott. Mein Gott. Hey, du hast mich gefunden. Immer wieder diese Crocs. So, wir hatten ja 900, jetzt haben wir 1000. Ich würde sagen, nächstes Spiel 2000. Ab dafür. Das ist beim Baum. Ein Krog war es, habe ich beim Bildchen gesehen, auf jeden Fall beim Baum. Crazy Versteck. Hey, du bist gefunden. Entschuldigung. No way. Da wär's gewesen. Das nach oben springen. Und wisst ihr noch, als die Statue lag? Auch das haben wir alles repariert und... die Muttergöttin-Statue wiederhergestellt. Und Sonjas Grabstein. Mann. Es ist halt genau wie mit Breath of the Wild, die Story... in diesem Spiel, die hinter all dem steckt, ist halt Wahnsinn. So, dann gehen wir jetzt oben die beim Irrlabyrinth holen, beim Irrschloss. Und dann können wir neu markern, ha? Huh? Achso. Also. Rot. Blau, gelb, grün. Damit seinen Himmelsinseln.
So, das wird gleich nochmal kalt. Lassen wir mal die Orni-Rüstung erstmal an. Ja, und dann geht's oben rum über Krogwald da oben, den Ruinen, Dembran-Ruinen oder wie die heißen, in Richtung Goronia. Todesberg, Nordakala. Und dann rechts runter über Hateno. Ihr wisst schon. Der Sauger saugt gerade wieder vor der Tür, also wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht ein paar Stoßgeräusche hört. Das ist der Saugroboter, der gerade freudig durch die Gegend fährt. Das ist einer nach oben gehen, ne? Oder? Jo, jo, jo. Also die sind krass. Ah, den findet doch niemand, oder? Niemand findet den. So, blau. So. Ja, mit den Himmelsinseln bin ich gespannt, wie das wird, weil wir da natürlich den großen Nachteil haben, dass wir keine dynamische Bewegung zwischen den Inseln hinbekommen. Außer wir haben halt Schreine da drauf, ne? Das heißt, wir müssten eventuell dann auch überlegen, wie wir von A nach B kommen, wenn auf der Insel selber kein Schrein ist. Wird auch nochmal spannend. Aber wir machen erst die ganze Oberfläche und dann den Himmel. Hätte man auch sehen können. Dieses Geräusch auch, ne? Hey, du hast mich auch gefunden. Hier, nimm meinen Samen. Tschüss. Gut. So, und Grün war jetzt auf dem Irrschloss, ne? Ich meine, da hätte ich auf dem Bild auch gesehen, dass es auf dem Irrschloss war. So. Ich merke aber auch gerade wieder, dass ich für zwei Aufnahmen viel zu müde bin. Heute ist auch wieder ein stressiger Tag. Ich habe mich heute Morgen wieder aufgeregt und ach. So, dann gelb, dann rot, dann blau und dann pink. Und dann haben sie alle weg. Dann sind sie alle weg. Alle weg. Und dann können wir neu markieren. Nee, ich bin viel zu niedergeschlagen, um zwei Aufnahmen zu machen. Ich merke schon wieder, dass ich dieses... Ja. Seht ihr? Sorry. Naja. Hey, du hast mich gefunden. Das erklärt zumindest, warum wir beim Rumreiten keinen gefunden haben. Weil der einfach oben drauf war. So, dann einmal gelbe.
Okay. Nee, aber wundert euch nicht, ich bin niedergeschlagen gerade, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen wortkarg. Das soll aber unsere Aufnahme hier nicht versauen, ne? Oh. Hallo, ihr süßen Schneetauben. Alles gut? Ja, ne? Ich tue euch nichts. Außer euch erschrecken oder so. So. Wo ist denn das Steinsche? Da ist es. Hier so? Gehst so rum und dann eine Ecke hoch. Ach so, hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waren 3 nach innen. Ja, okay, okay. Hey, du hast mich gefunden. Hast dich aber ganz schön schwer getan. Eieiei. So, oh mein. Sorry. So, rot. Ah. Wild. Wild. Aber gut, es gab nur 4 Möglichkeiten. Hey, du hast mich gefunden! Tschüss! Kann mich tatsächlich... Ich versuch's gerade, aber ich kann mich nicht dran erinnern, was ich damals gemacht habe beim Sammeln. Ich nutze das jetzt mal als Smalltalk-Möglichkeit und erzähle euch, wie kaputt ich bin und das, Eieiei. Hallo Bärchen. Ach Mann, du hast mich damals gesehen, aber liegen lassen, so ein Schlamassel, Mann. Mein Freund ist da ganz hinten. Was soll ich nur machen? Ich bin viel zu kaputt, um mich zu bewegen. Ciao. Laufen wir, hä? Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir den damals gesehen haben, den Krog. Wir haben den gesehen und aus irgendeinem Grund habe ich den nicht mitgenommen. Wahrscheinlich habe ich den Tempel gemacht und den vergessen.
den Schrein. Wir machen einfach weiter. Einfach ignorieren. Jetzt freue ich mich auch schon aufs Markhand, ne? Wenn wir gleich die neuen Crocs suchen. Und ich muss mir unbedingt... Oh Gott. Sorry. Boah, es ist furchtbar. Ich muss mir unbedingt, dann mal genau angucken, wie diese Karte funktioniert. Damit ich nicht nochmal die Marker lösche. Das ist natürlich auf lange Sicht extremst doof. Ja! Wir sind wieder zusammen, da bist du ja. Du hast meinen besten Freund gebracht, ja, bitteschön. Hey, tschüssi. Eieieiei. Was soll man dazu sagen? Die Crocs sind halt, naja. Nein, sind wir ehrlich, wir alle lieben Crocs. Aber auf ihre eigene Art. Auf ihre eigene Art sind sie ganz schön, kroggisch. Jud. Dann gehen wir mal hier lang. Und dann ist es jetzt der letzte markierte Croc. Aber dann seht ihr mal, dann haben wir wie lange gebraucht? Eine Stunde? Zweieinhalb Stunden, um Crocs zu sammeln, die wir in einer halben Stunde markiert haben. Also, hier wäre auch ein bisschen was gewesen, ne? Hinschlitten mit Reifen. Aber warum habe ich den denn damals nicht gemacht? Ist mir schon ein Rätsel gerade. Naja. Nee, danke. Nee. Ciao. Ja, okay, den hätte ich finden müssen. Der ist schon recht offensichtlich hier bei der Baumgruppe. Finally. Ich gehe mal zur anderen Seite und ich mach mal den Bildschirm an. Also es ist jetzt nicht die gleiche Karte, ich habe die selber nochmal weggemacht. Also wenn da irgendein Fehler drin ist, ist es meine Schuld. Und wir machen einfach weiter wie gehabt. Echt jetzt? Nee, okay. Da wäre ich jetzt aber auch fassungslos gewesen. Also die haben wir. Den haben wir. Ernsthaft. Den haben wir. Eins, zwei, drei, eins, eins. Dolbran-Ruinen müssen wir gar nicht hin. Krass. Zwei. Zwei. Sieht gut aus hier oben. Zwei. Den haben wir. Nein. Doch. Die haben wir. Wo bin ich denn jetzt hier? No way, bei der Brücke. Bei der Brücke ist einer. Jetzt sind wir schon hier mitten Gronia-mäßig, ne? Den haben wir aber hier. Das ist ja Yunobo-Bauzentrale, genau. Den haben wir. So, ich sieh mal gucken. Den haben wir, den Samen. Den haben wir. Am Wasserfall haben wir. Hier oben in der Brücke haben wir.
Den haben wir auf dem Kopf von Daruk. Den haben wir, den aber nicht hier. Hier fehlt einer. Den haben wir. Den haben wir. Vor den Crocs. Den haben wir nicht. Den haben wir, den haben wir. Die zwei haben wir. Den haben wir nicht. Eieiei. Aber den haben wir. Mhm. Ach, zum Reinspringen. Schön. Jägerstützpunkt. Hier ist auch noch einer. Hier. Nee, nicht da. Hier so. Gott. Ach du Schreck. Dann sind wir ja eigentlich... Guckt mal. Dann müssen wir, streng genommen, können wir dann hier unten rumgehen. Also dann lass uns gleich mal hier unten gucken. Erstmal die beiden. Ah. Der Zweier fehlt mir. Hier. Hier. Hier so. So, ich würde dann hier unten rumgehen. Also hier ist jetzt gar nichts bei der Rauro Hillside. So, was ist denn hier? Hab ich. Hier war ich mir nicht sicher, ob wir die schon geprüft haben. Das ist der. Das ist der. Das ist der Zweier. Das ist der Einer. Das ist der hier. Den haben wir nicht. Den haben wir. Den haben wir nicht. Hier so. Jetzt machen wir Burg Hyrule. Ich springe ein bisschen viel, ne? Schloss Hyrule. Entschuldigung. Den haben wir. Hier ist noch einer. Den haben wir aber. Den haben wir nicht. Den haben wir auch nicht. Aber den haben wir. Den haben wir. Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Zeldas Labor, zwei Stück. Da auch zwei, die fehlen. Also sehr viele bei Schloss Hyrule. Ich bin entsetzt. So. Ja, gehen wir jetzt hier runter, machen dann Schloss Hyrule oder was? Sieht so aus, ne?
Rot. Blau. Und dann gucken wir mal. So, aber da oben ist jetzt nichts mehr. Hier ist alles clean. Was ist mit denen hier? Den habe ich nicht. Den ohne. Den habe ich aber. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Jesus. Jesus. Give me this poop. So, Zentralplatz, den haben wir. Jetzt gehen wir hier halt runter. Ne? Es ist immer so ein bisschen blöd, weil ich mich da sehr schwer tue, dann eine Richtung einzuhalten. Das ist der beim Baum. Das müsste der bei der Höhle sein, an dem wir ja dutzende Male schon vorbeigeritten sind. Da ist noch einer. Meine Mauspräzision lässt nach. Ach, guck mal hier. Ist das eine Nuss? Nee, zum Reinspringen, okay. Da ist noch einer, den haben wir aber. Gott. Pusteblume. Auch recht offensichtlich, dass da einer ist. So. Den haben wir. Eins und zwei. Den aber nicht. No. Hier so. Zum Hochspringen. Ah, das ist wirklich mein Nemesis, ne? Wahnsinn, wie viele davon fehlen. So, den Zweier hier haben wir. Hier, den haben wir auch nicht. Hier. Hier so. Den Zweier haben wir aber. Und den haben wir auch. Grogo. So. Muss ich mich kurz orientieren. Hier. Hier. Hier, hier. Zwei. Ich meine, die habe ich auch nicht hier. Diese Zweier-Crocs haben natürlich einen großen Vorteil, dass die ja rufen. Dadurch findet man die sehr gut. Da fehlt auch einer. Also irgendwo hier so. Zwei. Ja. Ja. Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan, wo wir jetzt anfangen sollen. Jetzt mache ich hier Akala schon.
gerade der Zweier hier fehlt. Und das hier ist hier. So. Da oben noch zwei. Der fehlt. Hier so. Mhm. Mhm. Da fehlt einer. Den haben wir aber. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den Zweier. Den Einzelnen. Hier direkt rüber. Jo, sieht gut aus. Hier on the water. Yes. But this one is missing. Yes. Nice. Der fehlt. Komisches Zipfelchen. Hier so. So. Hier. On the Spitze. Den haben wir. Hier im Wald irgendwo. Kein Dorf. Ist der hier. Nice. Da und da. Und an der Brücke. Die haben wir alle drei. Da unten am Wasser. Den habe ich nicht. Den hier unten. Den sehe ich kaum, weil da mein Mischpult vorsteht. So. Wo bin ich? Den habe ich. Den habe ich. Und den habe ich. Oh Gott, wie einsam. Haben wir. So. Lass uns anfangen. Ich würde noch gerne eine Ecke noch machen. Die hier. Die hier würde ich noch gerne checken. Ich glaube, den haben wir nicht, ne? Nee, da habe ich mich vorhin geguckt, ob wir die schon gemacht haben. Scheinbar nicht. Den Zweier haben wir aber. Gott, wo bin ich? Hier, ne? Ja? Ja. Was ist denn das für ein Krog? Gott. Krass, sind die echt oben drauf? Ich habe ja teilweise, wir sind da glaube ich drüber geflogen oder so, weil ich ja auch schon vermutet habe, dass es so ist, haben aber nichts gesehen. Seht ihr mal. Der war schwer hier, der Zweier. Sonst, ich glaube, die haben wir aber auch schon mal geprüft. Die habe ich jetzt nur nicht wieder weggemacht, ne? So, gucke mal. Gar nicht so schlecht, oder? Oh, es ist anstrengend. Nein, ist es nicht, es geht. Gut, rüber mit mir, rüber mit mir. Auf geht's. Also, rot, blau
Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir den Todesberg machen oder Schloss Hyrule oder... Ich würde fast sagen, wir gehen dann hier rum und machen die. Die hier. Und dann gehen wir so zu Schloss Hyrule. Irgendwie so. Ja, und Teleportation ist keine Option. Teleportation ist keine Option. Bin ich da? So. Gehen wir auf den Berg und springen runter und gleiten rüber. Präzise Wegbeschreibung. So, okay. Ich bin auch immer redekarg. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber das hat jetzt aber gut funktioniert. Ich bin richtig zufrieden. Dann kommt Akala. Dann kommt schon Zoras. Dann kommt schon Hateno die Ecke. Geht doch. Oder? Wir haben halt schon echt viele. Ändert nichts daran, dass wir die ganze Spielwelt nochmal ablaufen müssen. Aber wir haben schon viele. Ja, müssen wir holen. Dann können wir auch von da aus laufen. Das gönne ich mir jetzt mal, ja? Wir haben uns einen Sternsplitter verdient. Lege ich jetzt einfach mal fest. Übrigens draußen wunderschönes Wetter. Ich sage in meinen Videos immer ganz gerne, wie das Wetter draußen ist, weil ich kann hier wunderschön so gegen Berg und hinter Berg Horizont aufs Wetter gucken. Wunderschön gerade. Gib mir einen Schub. Schub. Gib mir zwei Schub. Zwei Schub. Das ist bestimmt noch irgendein Rüstungsteil, das ich verbessern wollte. Bin ich mir sicher. So. Das mit dem Schnee hat sich damit erstmal erledigt. Und wir wechseln mal rüber zu unserem guten alten Darklink. Ja, wir werden im Nachhinein jetzt die ganze Spielwelt überlaufen. Ne, da ich auf Teleportation versuche zu verzichten, werden wir jetzt noch einmal überall langlaufen. Ich genieße es, ich hoffe ihr auch. Denn das zeigt auch nochmal, wie geil die Spielwelt ist, dass man einfach hier so langläuft. Guckt euch an, ich liebe es. Ja, und die große Frage ist, perspektivisch gesehen, ob wir irgendwann im Laufe des Jahres, ich meine, es ist Februar, es ist noch ziemlich lang hin, ob wir irgendwann einfach mit dem Master-Modus von Breath of the Wild anfangen. Dann natürlich mit dem krassen Hintergrundwissen, dass wir direkt am Anfang wissen, okay, Link hat 100 Jahre geschlafen, um sich zu erholen, weil er beinahe gestorben wäre, wenn Zelda ihn nicht beschützt hätte. Und ja, die 100 Jahre lang hat Zelda gegen Ganondorf in Form der Verheerung gekämpft. Und die Verheerung ist das, was aus dem versiegelten Ganon ausgetreten ist, während er da unten als Mumie, als Dämonenkönig da rumgegammelt ist. Währenddessen ist die Verheerung das, was sich immer mehr manifestiert hat aus seiner Hülle. Und. Und mit dem ganzen Wissen jetzt das zu spielen, die Zwischensequenzen, das Ganze mit den Recken.
Hast du gerade einen Sternsplitter da vorne? Ich sehe kein Leuchten. Da ist schon das Wasser gefallen. Mittendrin, ne? Das muss man doch noch finden. Das sind natürlich wieder Schwertbananen die richtige Wahl. Ja, das ist schon geil. Yay, wir haben ihn gefunden. Tschüss. Jo, mach's gut. So. Was machst du hier so? Oh, Entschuldigung. Ich hab gehört, hier gibt's eine Jägerbande. Och man, ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, ich weiß, wo er ist. Ja, zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hätte mich völlig verirrt. Wahrlich ein Glück, jemand so nettes wie dich zu treffen. Und jetzt, ja, habe ich direkt auch ein wunderschönes Mitbringsel. Für meinen Meister. Für Koga. Diese Jäger, ja. Ich bin großer Freund davon, meine alten Totenkopfmarkierungen zu erkunden. Und ich finde übrigens echt, dass die Karte okay ist. Wir haben fast die Hälfte weg. Achso, es ist nur ein Hinox. Das war jetzt das zum ins Wasser springen, ne? There's the Crockwood. Crock Forest. Ja, Wood heißt ja Holz, ne? Oder? Und da ist kein Krog. Bei diesen mega auffällig stehenden Steinen. Na gut. Ja, okay, da ist schon eine Art Sprungschanze, ne? Kann man schon erkennen. Dubi, dubi da, dubi, 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 dubi da, dubi, duba, dubi, dubo, dubo da. Nur der Kopfsprung zählt. Am besten warten, bis das Springen steht, ne? Runter. Perfekter Sprung. Hey, du hast mich gefunden. Gut, ja, dann gehen wir jetzt hier rum. Mir wurscht. Rot. Blau. Gelb. Und dann gehen wir so rum, so rum, so rum, Schloss Hyrule. Das wird Subi. Das heißt, wir machen jetzt noch die drei und dann war es das wahrscheinlich für dieses Video. So, also nochmal fürs Protokoll, es geht sich nicht darum, dass ich das irgendwie schnell machen möchte. Ich möchte es jetzt auch nicht extrem langsam machen.
Halt so ein Mittelding. Wie wär's mit dem Erinnerungsgewand? Mit unserer alten Friese? Oh Gott. Geil. Ah, als wir den Haarreif gefunden haben in Zeldas Haus in Hateno, das war schon... Also in Links Haus, Entschuldigung. Zelda hat das nur ausgeliehen. Das war schon geil. Nice, ein Tannenzapfen. Nehme ich auch mit. Tja, und das ist so richtig, ja, Breath of the Wild Link, wenn ihr so möchtet. Mit dem Masterschwert auf der Rücke. Und hier ist ja dann eher dieses modifizierte Gewand. Oder was eben auch sehr schick ist, was mir auch echt ans Herz gewachsen ist, unsere gute alte Julia-Rüstung. Mit dem Beutel hinten dran. Auch sehr schön. 20. 32. Na gut. Das Golddiadem, das haben wir angefangen, ne? Das hatte ich ja am Ende ausgerüstet. 28. Und Schaden hoch, ey. Puh. Tja, ohne Pferd, ohne Fahrzeug, wir laufen einfach. Was kostet die Zeit? Was kostet die Welt? Da ist unten, ist das beim Späherposten? Ja, ne? Beim Späherposten ist auch ein Krog. Oder dann der Mauer, den habe ich bestimmt, ne? Ja. Achso, ich zeig's euch kurz. Das beruhigt mich, weil es da wirklich gar nichts mehr. Ja, dann haben wir so Eldin, Krogwald, Hebra, Hyrule Schloss. Wenn wir natürlich alles gesammelt haben. Wir müssen die natürlich noch sammeln, die ganzen Krogsamen. Aber dann haben wir schon. Und hier auch noch, was ist das hier? Das Hyrule Ridge. Hyrule Hügel. Ihr wisst schon. Ja, cool. I don't wanna fight anymore. I really don't wanna fight anymore. Hier ist auch so eine perfekte, okay. Ich würde schon sagen, Ganons Hände, aber. Die Truppe da vorne ist auch okay. Königliches Institut. Das heißt, hier haben vermutlich mal die, Chica geforscht. Also Impa und Pura. Ihr wisst schon. Ah ja, ah ja. Ja, dieses Jahr erscheint ja angeblich die Switch 2. Ich bin gespannt, ob es dann eine 4K-Auflage von Breath of the Wild gibt zum Beispiel. Das wäre natürlich für uns perfekt. Breath of the Wild 4K mit Master-Modus. Würde ich direkt spielen. Oder ob zu der Switch vielleicht auch schon Tears of the Kingdom 2 angekündigt wird. Ich habe auch nochmal überlegt, gestern,
als mir nochmal so durch den Kopf gegangen ist, dass wir uns ja sehr viele Videos lang im Untergrund aufgehalten haben. Der optisch echt geil ist, aber schon off. Also schon hart. Ne? Wir mussten ja so, mal gucken, hier diese ganze Ecke hier am Stück erkunden. Und das war schon hart. Ich habe überlegt, ob nicht vielleicht, Entschuldigung, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn das Spiel komplett nur nach oben gegangen wäre. Wenn wir übereinander verschiedene Himmelsinseln gehabt hätten. Nach oben. Wirklich so hier eine, da eine, da eine. Und dass der ganze Untergrund als Inseln wäre. Und im Untergrund nur so Bosshöhlen. Dass hier und da mal eine größere Höhle ist als in Breath of the Wild. Und da ist dann Boss drin. Aber dieses komplette, yo. Hier hast du eine Höhle und keine Ahnung, hier hast du den Untergrund, weiß ich nicht. Die Himmelsinseln sind voll geil, der Untergrund nicht so. Wir brauchen irgendwas Simples, was uns hochkatapultiert. Da stimmt der Winkel nachher nicht. Oh mein Gott. Ja, so kann man sich das Leben schwer machen. Hey, du hast mich gefunden. Tschüss. Er war da einfach hier unten. Auch nicht schlecht. Blau-gelb. Weil dann hätte die ganze Himmelsinsel-Geschichte und ich meine die vergessene Himmelsinsel, das Startgebiet, war ja hammergeil. Aber das war die einzige so riesige Himmelsinsel. Die Tempel waren auch groß, aber die Tempel waren jetzt auch nicht vergleichbar mit Twilight Princess zum Beispiel. Vielleicht wäre das wirklich besser gewesen, zu sagen, wir machen noch mehr horizontal nach oben. So, dass man wirklich von Himmelsinsel zu Himmelsinsel springt. Von oben nach unten, von unten nach oben, keine Ahnung. Und der Untergrund ist wirklich eine eher Boss-Area, in der dann wirklich nur Tunnel und am Ende vom Tunnel kommt dann ein großer Raum und da ist ein Boss. Sowas in der Richtung. Gar keine riesige Fläche, die durchgehend ist oder sowas. Das lieber alles in die Höhe machen. Hätte ich besser gefunden. Immerhin. Und dann da noch, da können wir ja schön drauf landen, ne? Right.
Oh Gott. Die Pfeile. Oh, nicht schlecht gemacht. Tschüss. Ich liebe Crocs. Gut, haben wir noch Zeit? Wir sind bei einer Stunde. Na, machen wir beim nächsten Mal weiter. Also, wir werden die drei sammeln. Dann gehen wir hier rüber und sammeln die alle hier. Und dann machen wir Schloss Hyrule. Dann machen wir die. Irgendwie so. Ich wollte Katastrophe. Und nochmal fürs Protokoll, wenn wir die Krogsamen gesammelt haben, müssen wir ja noch einen Brunnen oder zwei Brunnen. Dann müssen wir noch die Schilder, die ganzen Taborasa-Werbeschilder und so weiter und so fort. Das machen wir alles komplett, wenn wir die Krogsamen gesammelt haben, ist klar, aber mit Teleportation. Also die Krogsamen sammeln wir jetzt wirklich ganz energisch und durchsuchen nochmal die ganze Spielwelt. Und die Sachen, die dann noch fehlen, die machen wir dann mit Teleportation. Na, dass wir dann wirklich sagen, okay, von dem Schrein aus sammeln wir jetzt die 10 Sachen, von dem Schrein aus die 5 Sachen. Aber jetzt aktuell kein Bedarf. Gut, also beim nächsten Mal geht's weiter mit der Krogsuche. Wir werden uns Schloss Hyrule angucken. Verpasst das nicht, das ist ja so die Endgame-Region, wenn man so möchte. Und dann bin ich mal gespannt, welche Krogs wir da noch alle so vergessen haben. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao.